Hallöchen, heute geht es mal um ernsteres Thema, speziell auch für die Jugend. Es ist bald Wahl, Europawahl. Junge Leute ab 16 dürfen wählen. Was ich hier in der Hand halte, ist das Grundgesetz. Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erarbeitet und verfasst und sollte uns und Deutschland davor schützen, dass es nie wieder zu so etwas wie einem sozialistischen Staat wie bei den Nationalsozialisten kommen würde. Sprich, es soll verhindern, dass der Staat den Bürger gegenüber übergriffig werden kann, per Gesetz. Was wir derzeit erleben, ist ein ernsthaftes Thema, wo man nicht außer Acht lassen darf, und wir müssen gemeinsam dagegen aufstehen. Unser Grundgesetz gegen das Erblühen von Faschismus zu schützen. Ich lese jetzt mal ein bisschen was vor. Der eine oder andere kann sich dann selber dazu Gedanken machen, und ich werde auch ein paar Beispiele nennen, warum das nicht mehr so ist, wie es in diesem Grundgesetz drinsteht. Gleichheit vor dem Gesetz gibt es nicht mehr. Gerade vor kurzem war wieder ein Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft gegen die von der Leyen. Und welche Überraschung, es wurde niedergelegt. Scholz ist ja, wie man alle wisse, sehr vergesslich. Cum-Ex und die ganze andere Geschäfte, die er gemacht hat. Jeder andere wäre schon wegen viel, viel weniger, schon für viel, viel länger im Knast. Scholz natürlich nicht. Also, Gesetz ist für alle gleich, können wir schon mal streichen. Persönliche Freiheitsrechte. Auch hier hat insbesondere in der Corona-Zeit der Staat erheblich in unsere Freiheits- und Persönlichkeitsrechte eingegriffen. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Der Staat wird, was das betrifft, immer übergriffiger vorzuschreiben, was wir zu denken und nicht zu denken haben. Geht in Richtung sozialistischer Staat. Brauchen wir uns auch nichts vormachen, das ist Artikel 4. Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte. Da steht ja ganz schön drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch das wurde in der Corona-Zeit mehrfach gebrochen. Ich würde diesen Artikel 1 noch erweitern mit Artikel 1a, nämlich das Grundgesetz ist unantastbar. Das sollte sich der eine oder andere Politiker mal hinter die Ohren schreiben. Artikel 5 vom Grundgesetz. Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft. Klar, es geht darum, dass man in Schrift, Wort und Bild und heutzutage halt auch in Foto und in Video seine freie Meinung jederzeit öffentlich kundtun darf. Man sollte halt darauf achten, vom Anstand her, dass es nicht beleidigend ist. Wobei heutzutage das mit der Beleidigung leider Gottes weit gefächert und ausgedehnt wird. Was der eine sagt und bestraft wird, ist beim anderen schon Pillepalle. Also auch diesen Artikel kann man nicht mehr ganz für voll nehmen, der ist aufgeweicht worden. Ehe, Familie und Kinder. Der Staat greift auch hier teilweise schon ein in Dinge, die ihn eigentlich nichts angehen, weil Familie ist reine Privatsache. Schulwesen. Ich habe es bei meinen eigenen Kindern erlebt. Es wird Einflussnahme genommen auf die Kinder. Sprich,
politische Beeinflussung, Brainwashing, wenn man so schön sagen will, und das sind jetzt keine Verschwörungstheorien, könnt ihr euch bitte schlau machen. Pfizer will ja sogar, dass schon in Kindertagesstätten und früh in der Grundschule die Kinder politisch auf Linie gebracht werden. So wie damals in der DDR oder wie jetzt auch noch in Nordkorea. Die ganze andere Artikel, wie zum Beispiel Versammlungsfreiheit, gilt ja auch nicht für jeden und für alle gleichermaßen. Der eine oder andere hat es selbst persönlich schon mitkriegt bei Demos. Ja, Brieffernmelde, bla 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 Gesetz. Freizügigkeit. Nicht mehr ganz so wie früher. Während der Corona-Zeit war man sehr eingeschränkt. Man durfte ja nur noch mit Impfbestätigung irgendwo hin verreisen. Sprich, da war auch ein erheblicher Eingriff des Staates und Übergriff des Staates auf den Bürger der Freiheit. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare. Ihr könnt beleidigend sein. Ihr könnt mich auch als Schwurbler, Theorieverschwörer oder was weiß ich, wie die alle genannt werden, beschuldige. Ich sag nur eins. Die Ampelregierung hat davor sehr viel Angst. Und ich möchte euch bitte alle ans Herz legen. Schaut mal in die ersten Artikel rein. Sind bloß 10 Stück, die sind auch nicht wirklich schwer zu verstehen. Und zieht mal selbst Vergleiche, was aktuell gerade los ist und wie übergriffig der Staat, sprich hauptsächlich die Ampelregierung, momentan ist. Wir müssen uns von niemandem sagen lassen, was die Wahrheit ist und was nicht. Es kann nicht sein, dass der Staat mich zwingen will, wenn vor mir ein biologischer Mann steht und auch ein juristischer Mann steht, nur weil er Frauenklamotte anhat, soll ich dazu gezwungen werden, den als Frau anzuerkennen? Das ist Verleumdung der Wahrheit und Auferzwingung der Lüge. Punkt aus, fertig. Und was ich auch noch sagen will, es tut mir echt leid für die ganze junge Leute und für die Jugend, weil selbst wenn ihr es jetzt hinkriegt, das Ruder rumzureißen, ihr werdet noch Jahrzehnte damit zu tun haben, die Zerstörung wieder aufzubauen, die die Ampelregierung veranstaltet hat und wahrscheinlich auch noch veranstalten wird. Der Erklärbär wünscht sich, dass er in euch geht und nie wieder zulasst, dass Linksfaschismus, Sozialismus, Kommunismus, irgendeine sozialistische Art und Weise jemals wieder in Deutschland Fuß fasst. Fragt Leute, die im DDR-Regime aufgewachsen sind. Hieß er immer so schön: Deutsche Demokratische Republik. In der DDR war überhaupt gar nichts demokratisch, null, gar nichts. Die hatten zu Hochzeiten zwischen 250 bis 300.000 politische Gefangene, die nicht auf Linie waren. Also, kauft euch so ein Ding, es kostet nicht die Welt. Schaut rein. Und wenn was ist, hebt es die Leute vor die Nase. Unsere Gründerväter vom Grundgesetz haben das Ding nicht umsonst gemacht. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass es aufgeweicht wird und ausgehebelt wird. Euer Erklärbär.